Hallo und willkommen zurück zu Let's Play God of War Ascension. Und ja, ich weiß, der Patch ist noch nicht draußen, aber ich habe trotzdem persönlich das Risiko nochmal eingegangen und habe bis hierhin gespielt und es ging wieder ohne Probleme, ohne Soundbugs, ohne Spielaufhänger, nichts dergleichen. Ging super bis hierher. Und jetzt habe ich vorsichtshalber mal meine Vorteile als PlayStation Plus-Mitglied genutzt und habe den Spielstand hier einfach mal in den Online-Speicher geladen. Das heißt, wenn es sich wieder aufhängen sollte, dann könnte ich einfach den Spielstand aus dem Online-Speicher wieder runterziehen und habe dann hier quasi, ja, das Savegame wieder drauf. Somit gehe ich dann auf Nummer sicher, falls es sich wieder aufhängen sollte, davor an der Stelle. Und fürs Wochenende ist denn zwar ein Patch angesetzt von Santa Monica Studio, aber das soll wohl angeblich nur die Soundbugs, die bei einigen Leuten aufgetreten sind, fixen quasi. Und mit der Randnotiz weitere Patches folgen. Also die sämtlichen anderen Fehler, wie zum Beispiel das Spielaufhängen, wird dadurch wohl nicht beseitigt. Das ist jetzt schade, weil das für mich ein elementarer Spielfehler ist, aber das ist wohl nicht so leicht auszumachen, woran das liegt. Naja, mal sehen. Außerdem ist jetzt mittlerweile das The Last of Us Demo-Zeichen aus dem Hauptmenü verschwunden. Wahrscheinlich haben sich da einige Leute verarscht gefühlt, weil es ja ganz fett vorne auf der Packung nochmal draufgeklebt ist. Hier mit exklusiv, ich lese nochmal kurz vor. Enthält die exklusive The Last of Us Demo. Und na, enthält heißt für mich, dass sie da drin ist und nicht erst dann irgendwann, wenn sie dann freischaltbar ist, dann irgendwie freigeschaltet wird. Naja, haben sie vor einigen Zeit im Menü schon verarscht gefühlt, weil da stand ja auch, hier gelangen sie zur Demo und dann gelangt man nur zu so einem komischen Countdown, deswegen wurde das schon mal rausgenommen. Und ja, man lernt wohl aus seinen Fehlern, versucht jetzt so einiges wieder gut zu machen, was mit dem Spiel hier irgendwie falsch lief. Aber nichtsdestotrotz macht es mir immer noch Spaß. Und ja, sonst hätte ich persönlich, wäre ich da nicht bis hierhin nochmal gespielt in so kurzer Zeit, ne? Gut, dann kämpfen wir mal, meine Freunde. Ach, übrigens habe ich, als ich privat gespielt habe, die ganze Gegend noch mal ein bisschen weiter abgesucht. Und wie ihr seht, habe ich an diesem Zeitpunkt hier schon volle Magie und volle Leben. Und mir wurde dann die. Ich habe dann das Achievement bekommen, dass ich angeblich alle Gorgonenaugen und alle Phönixfedern gesammelt hätte. Aber, wenn ich mich recht entsinne, gab es doch ab diesem Level zumindest noch ein Gorgonenauge, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Aber ich meine, dass wir hier doch eins gefunden hatten. Aber wie gesagt, ich habe das Achievement gekriegt, finde alle Goronenaugen und alle Phönixfedern. Merkwürdig. Na gut, wenn das Spiel das meint, dann von mir aus. Aber das stimmt ja nicht so ganz. Gut, dann komm runter hier. Auf dich haben wir gewartet. Nervt deine Freunde nicht so. Hallo, ich muss doch nicht sehen können. Hallo! Nein! Das ist natürlich so ein bisschen aus dem Flow raus, muss man sagen. Also mir kommt jetzt gerade ein bisschen schwieriger vor das Spiel. Aber wahrscheinlich auch, weil ich jetzt einfach länger nicht mehr gespielt habe. Länger bedeutet für mich 2 Tage, aber ja, du mich auch. Ja, okay. Da springen wir natürlich von der einen Attacke in die nächste. So, jetzt erstmal ihr hier vorne. Ja. Okay. Dann mal so. Der macht uns richtig platt hier. So ein stinknormales Drecksviech da. Den haben wir doch vorher mit Leichtigkeit platt gemacht. Oder die haben wir vorher mit Leichtigkeit platt gemacht. Jetzt machen die uns hier richtig platt. Ja, ist gut. Ich will gerne meine Attacke machen. Nicht immer von links nach rechts geschlagen werden. Hallo. Ich würde auch gerne mal wieder angreifen. Dann greife ich mal einmal an, dann wehren die alles ab. Dann mach das drecksgroße Fickviech da erstmal fertig. Alter, wir sterben hier, wir sterben im ersten Kampf.
Ich weiß auch, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, dass ich die Schwierigkeit von dem Spiel gar nicht so schwer finde. Vielleicht war ich da einfach nur in einem Super Run oder so, keine Ahnung, aber mittlerweile läuft es gerade mit so richtig kacke. Ich bin übrigens auch im privaten Spiel das ein oder andere Mal gestorben. Also als ich wieder bis zu dieser Stelle hingespielt habe. Und ich bin auch an Stellen verzweifelt, an denen wir im Let's Play einfach mal locker durchgekommen sind. Zum Beispiel dieses komische fliegende Viech da vor dem Schlangentempel. Also bevor wir zum Tempel des Orakels reinkamen. Das hat mich jetzt so privat im privaten Spiel richtig fertig gemacht. Da musste ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal musste ich gegen das starten, bis ich dann irgendwann platt gekriegt habe. Das haben wir im Let's Play ja im First Try hingekriegt. Und ich hoffe mal, dass mich mein Glück jetzt hier nicht verlassen hat. Und wir jetzt hier trotzdem so ein bisschen weiterkommen. Ja, ja, komisches Tentakelviech. Greif an. Der Kraken. Das kennen wir alles schon. So, alles kaputt machen. Und dann machen wir es wieder heil. Aber nicht ganz. Denn so reicht schon. Ja, hoch. Weiter hoch. Ja, schön. Dann darüber. Und noch weiter nach oben. Und da auf den Stein. Und dann wieder ganz heil machen. Hallo. Ach so, ich hätte ihn hier rangemusst. Gut. Ja, ganz heil machen. So, ist fein. Ach so, Hebel. Ja. Hebel. Und ab nach oben. Gut, gut. Ach, jetzt kamen noch hier wieder 2 von den Viechern, ne? Ach ne, jetzt kamen solche Viecher. Stimmt. Die Viecher können super extrem stark werfen, Dinger. Oh, wir werfen auf. Oh, ich wehr alles ab. Ja, ist ja okay. Okay, perfekt. Ja, du mich auch. Ja, genau. Schlag mich, obwohl du dich gar nicht getroffen hast. So. Ja. Hoch mit euch. Und dann einmal so drauf. Und einmal so drauf. Und einmal so hier lang. Und dann hätten wir den ersten schon mal down. Läuft jetzt auch gerade wieder ein bisschen besser als gerade eben. Wir hätten aber den nächsten lieber down machen. 2 von 4 sind schon mal platt. Und da ist der dritte von 4. Und die Nummer 4. Na also. Brauchen wir denn irgendwas? Ja, dann vielleicht ein bisschen Leben vielleicht. So ein bisschen hier. Ja, nimm mit. Nimm mit. Und ab nach oben. Oder eher damit ab nach unten. Und dann kommt Monsieur Hydra. Und so fängt man das ab, ne? Und ich erinnere mich, so kommt man da dran vorbei. Vielen Dank, Hydra. Ach, Hydra. Kraken. Komm ich auf Hydra. Ja, Hydra ist auch ein mythologisches Wesen. Wer kommt die sogar noch? Keine Ahnung. Ich meine, wir hatten so ein komisches Medusa-Verschnitt. Das ist so ein komisches Kraken-Verschnitt-Viech. Könnte man doch theoretisch noch Hydra einbauen. So Cerberus-Viecher hatten wir auch. Die da mit den... Ohne da mit den 3 Köpfen halt, ne?
Ja, ist gut. Dann guck mit deinem Hammer. Und dann gucken wir, was ich kann. Danke. Ja, ja, theoretisch alles zu gehen. Okay, jetzt mach du deine Kacke da, jawohl. Ich aber viel lieber deinen Kumpel da angreifen und glatt machen. So, und so. Und schau. Jawohl, jetzt können wir uns hier zu widmen. So. Und so. Und weiter. Ach, ja, mach deine Scheiße. Toll, was? Ah, guck mal. Schön, ne? Und Game Over. Oh, na gut, dann machen wir jetzt so platt. Von mir aus. Gerne. Und da oben waren doch eigentlich auch Gorgonenauge und... Da war doch ein Gorgonenauge, oder nicht? Oder bin ich jetzt total bekloppt? Meine doch, da war eins. Bevor es in das Spiel aufgehängt hat. Und deswegen wundert es mich, dass wir jetzt schon alle haben. Da oben. Da ist doch die Truhe. Was? Da gibt es jetzt 1000 Erfahrungen drin, oder was? Okay. Hier steht aber noch 0 von 5 und 0 von 5. Aber es gibt anscheinend keine Gorgonenaugen und keine Phönixfeder mehr. Es gibt also mehr von den weißen Truhen, als es Gorgonenaugen und Phönixfedern gibt. Und dafür kriegt man jetzt hier aus den ganzen Truhen halt sau viel Erfahrung. Was uns jetzt nicht wirklich schadet. Also nehmen wir die massenhafte Erfahrung mal mit. Und hier die Erfahrung natürlich auch gerne. Und dann geht's hier weiter. Ja, nehmen wir das Leben mal mit. Dann nehmen wir die Energie hier mal mit. Und dann gucken wir mal, wie viel brauchen wir. 23.000. Ja, ansonsten gucken wir mal, ob der Kampf da oben jetzt bugfrei abläuft. Oder ob es sich wieder aufhängt. Denn genau bei dem Kampf, der jetzt folgt, mussten wir beim letzten Mal abbrechen. Bei Mr. Elefantos. Los Elefantos. Guten Tag. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, du bist ein bisschen schnell für meine Begriffe. Ja, brüll du mal. Oh. Er hat einmal mehr geschlagen, als ich erwartet habe. Okay, er hat fünfmal mehr geschlagen, als ich erwartet habe. Aber dafür ist er jetzt auch kurz schlapp. Lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg. So. Danke. Oh oh. Oh oh. Er hat sein Ding weggeworfen. Oh oh. Oh oh. Ja, ist gut. Lass mich los. Lass mich los. Drecks-Elefantenviech. Das hat wehgetan, was? Hey. Oh. Oh, oh. Stopp. Halt, stopp. Ich will das nicht. Und jetzt stirb. Bin ja mal gespannt, ob es klappt. Diesmal. Ob das Spiel weiterläuft. Oh, oh. Hast du gesehen? Tschüss. Oh, yes. Und
jenseits des Speicherte hing es sich auf. Nämlich genau jetzt. Diesmal speichert er hier auch gar nicht, doch jetzt speichert er. Und es hängt sich tatsächlich wieder auf. Tja, meine Freunde. Dann ist das hier jetzt natürlich die große Frage. Liegt es an meiner Version von God of War Ascension? Liegt es an meiner PlayStation? Weil das Problem müssten doch schon mehrere Leute gehabt haben, dass es sich an ein und derselben Stelle zweimal aufhängt. Naja gut, ich habe ja diesmal das Safe Game davon. Und dann sehen wir uns gleich irgendwie mal wieder, ne? Bis dann.